So, jo, hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, heute gibt's mal, ja, kleines Video, wo ich ein bisschen was geht. Und zwar erzähle ich heute ein bisschen was über meinen Einstellungstest bei der Polizei. Ich denke, das interessiert viele, auf jeden Fall, wenn sie sich halt da bewerben oder so. Ihr denkt es euch jetzt sicher, ja, was will denn so ein 16-Jähriger darüber sagen? Ja Leute, ich 16-Jähriger habe den Einstellungstest gemacht, weil ich bei der Polizei anfangen wollte. Aber ich war jetzt vom Schnitt her, habe ich es leider nicht reingeschafft. Deshalb wird das Ganze jetzt doch nichts. Um zu wissen, was bei dem Einstellungstest oder wie das Ganze so abläuft, da wollte ich auch ein bisschen was drüber wissen. Aber auf YouTube gab es irgendwie kein richtiges Video, wo jemand wirklich erklärt, was da abgeht oder wie das so alles abläuft, und dann dachte ich mir, ja, jetzt mache ich das einfach mal. Und ja, jetzt können sich auf jeden Fall die Leute, die den Einstellungstest dann machen, die können sich das Ganze dann auf jeden Fall anschauen, würde ich sagen. Also, der Einstellungstest, das Ganze ist so abgelaufen, man wird da ja zu 2 Tagen dann eingeladen. Bei mir wurde ich eingeladen nach München, je nachdem, wo du jetzt halt wohnst. Wirst du halt dann in die Stadt eingeladen, wo bei dir da in der Nähe ist. Genau, für 2 Tage. Dann kommt man da an die Wache halt von der Polizeistation. ja, genau. Und dann kriegt man da Zimmer zugeteilt. Da sind meistens 4 Leute drin, 3 Leute. Oder 3 Leute, genau. Kriegt man da halt seinen Schlüssel und dann, ja, kann man da in sein Zimmer gehen. Ja, man reist dann im Vorabend an und der nächste Tag, der ist dann eigentlich ziemlich stressig. Man steht dann früh auf, ziemlich früh auf jeden Fall, und dann kommt eben direkt der Grundfähigkeitstest, Sprachtest, genau, am Computer, Leute. Als erstes kommt der Sprachtest, dann der Grundfähigkeitstest. Da werden so Sprachtests, da ist so Diktat, muss man ein bisschen Präpositionen und sowas einsetzen, genau. Sowas kommt beim Sprachtest dran, Rechtschreibung auch, genau, Texte verbessern, und ja, dann kommt eben direkt anschließend der Grundfähigkeitstest, und bei dem geht es eigentlich auf Schnelligkeit, logisches Denken, viel Mathe auch, aber auch sehr viel logisches Denken eigentlich, genau. Da kommen dann so Aufgaben dran, ja, keine Ahnung, wenn jetzt hier ein Viereck ist, Leute, und jetzt erst links oben ein Punkt ist, dann ist wieder ein Viereck, dann ist rechts oben der Punkt, dann ist wieder ein Viereck, dann ist links unten ein Punkt und dann ist ein Viereck, dann muss man auswählen zwischen ein paar Vierecken halt, welches da logischerweise das nächste sein könnte, und da wäre halt dann das Viereck mit dem Punkt rechts unten, würde da dann logischerweise hinkommen. Oder so Zahlenfolgen, wie jetzt 2, 4, 6, 8, 10, was kommt als nächstes? 12. Sowas kommt da dran. Und auch Rechnen, Sachaufgaben, sowas, wo man dann aber kein Taschenrechner hat wie in der Schule jetzt heutzutage, sondern eben, ja, muss man schriftlich rechnen. Ich habe schon ewig nicht mehr schriftlich gerechnet gehabt, Leute. Das war richtig, richtig kritisch. Also schaut euch das auf jeden Fall an, wenn ihr da den Einstellungstest macht. Genau, Leute, nach dem Sprach- und Grundfähigkeitstest musste man dann zum Sporttest. Oder nee, da gab es dann erstmal, glaube ich, Mittag oder so. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, der Einstellungstest ist bei mir auch schon ein bisschen länger her. Aber jetzt habe ich mir halt überlegt, ja, eigentlich könnte man dazu schon ein Video machen, weil es echt hilfreich sein könnte. Genau, auf jeden Fall entweder, ja genau, erst geht man dann zum Sporttest. Genau, der Sporttest geht eigentlich echt auch ganz okay lang, aber das wird ziemlich schnell alles durchgezogen, Leute. Also ich war richtig am Arsch, ich habe mal Fußball gespielt, habe ich wirklich lange. Zwar dann habe ich jetzt ein Jahr oder so nicht mehr gespielt, aber Ausdauer habe ich trotzdem noch gehabt. Ja, gehe auch ins Fitness und so, aber ohne Scheiß, da ist man richtig am Arsch danach. Ich hatte danach auch richtigen Muskelkater am nächsten Tag.
Ja, man ist wirklich richtig am Arsch. Da muss man erstmal über eine Kleinbank springen, Leute. Das Ganze verläuft so. Kurzer Cut. So, Leute, die Kleinbank ist, keine Ahnung, 30 x 30 cm. Und dann muss man immer so drüber springen, Leute. Genau, Leute, das wäre eigentlich die eine Übung. 30 Sekunden und man muss 54 Mal drüber springen. Also müsst ihr euch vorstellen, man muss eigentlich zweimal in der Sekunde da drüber springen. Auch heftig, ich habe es 52 Mal geschafft. War eine 2. Aber geht auf jeden Fall heftig ab, wenn man da dann noch unter Druck ist und so und den Ehrgeiz hat, da was zu reißen. Dann kann man das auf jeden Fall schaffen. Genau, Leute, danach kommt dann Bankdrücken, glaube ich, war es. Muss man 19 Mal 60% vom Körpergewicht drücken. Ja, geht auch ordentlich ab eigentlich. Ja. Aber das war jetzt eigentlich das Leichteste meiner Meinung nach. Genau, Leute, als nächstes kam dann der Pendellauf. Das war auch ein bisschen kritisch, weil da geht es wirklich um... Ja, wie soll man es sagen? Da muss man auf jeden Fall aufpassen, da hat man ein Pendel oder keine Ahnung, wie man es nennen soll, auf jeden Fall. 10 Meter auseinander sind zwei Kästen, so quergestellt. Und dahinter ist dahinter ist ein Pendel. Hier hinter ist ein Pendel. Leute, und dann muss man innerhalb, es war keine Zeit vorgeschrieben, so schnell wie möglich auf jeden Fall. 8 mal hin und her, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal hin und her. Und eben, wenn man hier startet mit einem Pendel in der Hand, muss man da drüber den einen Pendel fallen lassen und den anderen mitnehmen. Und dann hier wieder fallen lassen, den anderen mitnehmen. Hier wieder fallen lassen, den anderen mitnehmen. Ich habe da leider tragischerweise, habe ich einmal den Pendel fallen lassen. Und dann musste ich halt wieder zurücklaufen und dann wieder Vollgas zurücksprinten. Ja, das hat mir auf jeden Fall Zeit gekostet, aber da hatte ich dann trotzdem einen Dreier und das hat eigentlich gereicht. Danach kommt aber das Heftigste. Und zwar 12 Minuten. In 12 Minuten muss man 12 Minuten im Kreis laufen und zwar muss man 2900 Meter war es, glaube ich, muss man da rennen. Also fast 3 Kilometer in 12 Minuten fetzen. Also das ist auf jeden Fall richtig anstrengend, war das. Brutal, ohne Scheiß, sowas Heftiges habe ich noch, glaube ich, nicht gemacht. Ich war danach so am Arsch. Und ja, abnormal war das auf jeden Fall. Und genau, 2900 Meter musste man da schaffen. Ich habe 2700 gepackt. Kritisch. Aber war, glaube ich, ein Zweier oder es war, glaube ich, nee. 2900 war eins. 2800 war 2, 2700 war die 3 schon, Leute, das war richtig bitter. Als nächstes, also danach, dann direkt danach, Leute, ohne Scheiße, es gibt eigentlich keine Pause. Ihr fetzt direkt dann in Kabine, zieht eure Badesachen an und direkt zum Schwimmen. Ihr seid so am Arsch und dann müsst ihr, ich weiß es gar nicht mehr, auf jeden Fall schwimmen war eigentlich richtig easy. Das packt jeder von euch, wenn er schwimmen kann, dann packt man das auf jeden Fall. Von dem her, ja, sollte eigentlich kein Problem sein für niemand. Also da braucht ihr keine Gedanken machen. Danach war dann eigentlich Schluss, da war es so circa 16 Uhr sowas. Und dann hat man frei gehabt. Da sind wir dann einfach in München in den Stadtgang noch ein bisschen gechillt und so. Bisschen runtergekommen. Was ich noch vergessen habe zu sagen, wenn man jetzt den Sprachtest verkackt, also eine 5 hat, dann ist man direkt raus. Also da kann man direkt dann heimfahren. Wenn man den Sprachtest schafft und da danach den Grundfähigkeitstest verkackt, kann man direkt heimfahren. Ist K.O.-Verfahren, Leute. Also auch richtig heftig. Da sind auch ein paar direkt nach dem Sprachtest heimgefahren. War echt heftig, wie man da dann unter Druck ist und einfach hofft, dass man nicht rausfliegt. Ohne Scheiß. Am nächsten Tag geht es dann weiter in der Früh mit dem Gruppengespräch, da sind so Themen wie zum Beispiel, ja, muss man zu viert oder fünft oder so,
muss man diskutieren, Leute. Argumentieren so ein bisschen. Gab so, ich weiß gar nicht mehr, wie die Aufgabenstellung war, auf jeden Fall irgendwie an Schulen, was man strenger halt unter die Lupe nehmen sollte oder sowas oder untersuchen, keine Ahnung. Halt Drogen, aufklären, über was man mehr aufklären sollte. War halt so Drogen, Alkohol, wie heißt Familienstreit oder so. Oder wie heißt es nochmal? Mir fällt gerade der Name nicht ein, Alter, bin ich behindert. Familienstreit oder so, keine Ahnung, wie man es nennen soll. Ich weiß es gerade nicht mehr, Alter, bin ich dumm. Genau, aber auch über Verkehr und sowas, über was man da am meisten aufklären soll, halt. Muss man ein bisschen diskutieren, selber Argumente bringen, warum man das und das halt genommen hat. Und ja, dann war das Ganze eigentlich auch schon rum. Das ging, glaube ich, 45 Minuten. Danach gab es dann, glaube ich, schon Mittagessen oder so. Und dann, danach war dann das Privatgespräch. Und der Arzt, da hat man dann Augentest, genau, Sehtest. Was war noch? Keine Ahnung, alles Mögliche. Genau, EKG, wie heißt das? Belastungs-EKG auf dem Fahrrad und dann hat man halt hier die Knöpfe da am Körper bappen. So Zeug war da dann. Und ja, dann wurde man aufgerufen zum Einzelgespräch. Da wurden dann so Fragen gestellt, wie zum Beispiel: Was würdest du jetzt machen, wenn ich jetzt Polizist wäre? Im Auto halt gerade Streife fahre und ich sehe jetzt einen total gestörten, wie er gerade flüchten will. Was würde man da machen? Da wollen sie natürlich hören, ja, ich würde jetzt nicht voll gestört hinterherfahren, sondern ich würde auch Rücksicht nehmen auf die, auf die anderen Leute halt, wo auf der Straße sind und was weiß ich, anderen Verkehrsteilnehmer. Nicht, dass man da noch einen Unfall baut und ich würde dann halt einen anderen Streifenwagen, der auch gerade in der Nähe ist oder so, mal kurz hier anrufen oder was weiß ich, über Walkie-Talkie halt Bescheid geben, dass der das übernehmen soll. Genau. Irgendwie sowas kommt da dann dran, Leute. Und ja, so solche Fragen eben. Da war ich ziemlich überrascht eigentlich, weil mit solchen Fragen habe ich jetzt nicht gerechnet, keine Ahnung, obwohl es eigentlich logisch ist. Oder war auch so eine Frage, was würdest du machen, wenn dein Freund dir sagt, dass er drogenabhängig oder so ist, was würde man da machen? Genau, da muss man halt das Klügste dann rausholen und das dem halt dann verplappern da. Genau, dann halt noch, wie halt so ein Vorstellungsgespräch ist, man soll sich selber vorstellen. Ich sollte meinen Lebenslauf zusammenfassen. Genau. Sowas eben. Das war's eigentlich, Leute. Danach kriegt man dann das Ergebnis, ob man bestanden hat oder nicht. Oder was für einen Durchschnitt man hat eben. Und ja. Dann kann man eigentlich heimgehen. Genau, Leute. Das war's eigentlich von dem Video. Jetzt habe ich euch eigentlich alles erzählt, was es so zu erzählen gab. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen geholfen. Und ja, falls es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Je nachdem, Leute. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, Leute. Haut rein und ciao.